Jarek wirklich sehr. Wir kommen aus Portugal. Das hier ist viel weiter nördlich, als wir es gewohnt sind, aber es ist sehr schön. Ich habe hier noch nicht viele Lusitanos gesehen. Ach nee, echt. Ich klinge vermutlich, als wäre ich völlig in meinem Pferd vernarrt, aber das stimmt auch. Es ist fantastisch. Er ist ein echter PSL. Das steht für purer irgendwas Lusitano. Klingt doch cool, oder? Ist auch mal cool, wenn die Leute mal mit dir Unterhaltung führen und sich nicht nur anschweigen, wenn sie neben dir herreiten. Hier, guck, da rennen überall Lusitanos rum. Lusitani sind eine der ältesten Rassen von Reitpferden überhaupt. Wusstest du, dass die meisten europäischen Warmblüter ursprünglich als Kutschenpferde gezüchtet wurden? Nein, muss ich nicht, aber jetzt bin ich um ein Wissen erweitert, sag ich mal. Sirio ist kein einfaches Pferd. Er ist ziemlich sensibel. Wer nicht genau weiß, was er tut, bleibt besser bei einer einfachen Rasse. Es gibt keinen Grund, warum... Okay, warum man sich wahrscheinlich einen Lusitano anschaffen sollte, wenn man mit Pferden nicht umgehen kann. Aber die haben halt so dürre Beine hier. So kleine Staxen. So schnell kann trotzdem kein Kind lesen, wenn der Text so mega schnell ausblendet, hey. Die ganze Sache ist eigentlich ziemlich lustig. Lusitanos werden sehr häufig in Filmproduktionen eingesetzt. Viele bekannte Filmpferde sind eigentlich Lusitanos. Wow. Dazu zählen wahrscheinlich auch Black Beauty oder Blitz der schwarze Hengst zum Beispiel. Wobei Black Beauty ja eigentlich ein Araber sein sollte, aber von der Statur her ist das kein Araber, wenn ich mich an die Filme recht erinnere. Aber gut. Lenten sieht besorgt aus. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Luciano und Sirio, ihr seid genau die, die ich gebraucht habe. Und wie ich sehe, habt ihr eine Freundin mitgebracht. Hallo, Autumn. Stevie sagt, du hast Probleme mit deiner Herde. Wie können wir helfen? Sie hatten vorhin eine Heidenangst. Da ist ein Wolf, der aus Virgo herübergekommen ist. Er hat meine Lieblinge zwar nicht verletzt, aber in Panik versetzt. Ich habe die ganzen Morgen gebraucht, um sie nach Hause zu bringen. Ich glaube, die Schafe sind alle vollzählig, aber irgendetwas stimmt nicht. Okay. Armer Lenten, wir müssen schauen, ob wir etwas tun können, um ihm zu helfen. Siri und ich werden helfen, wo immer wir können. Sag uns einfach, was wir tun sollen. Wenn ihr mir helfen könntet, sie zu zählen, würde mich das sehr beruhigen. Na klar, Lenten. Autumn, du solltest auch mitzählen, damit wir ganz sicher sind. Okay. Und die kleinen Little Sheeps. Immer eins. Nein. Ist bis hier 1 von 7. 2. 3. 4. 5. 6. 7. So, und jetzt? Das hat Spaß gemacht. Wie viele hast du gezählt? Ich habe 7 gezählt. Hast du das gleiche Ergebnis, Autumn? Du nix. Oh nein, das sind nicht alle. Eins von ihnen fehlt. Mein armes Schaf. Das darf nicht wahr sein. Tief uratmen, Lenten. Lass mich mal sehen, welches fehlt. Oh nein, nicht so leer. Sie ist die kleinste der Gruppe. Was ist, wenn der Wolf zurückkommt? Mädchen, ihr müsst mir helfen, sie zu finden. Na klar, wir lassen dich nicht im Stich. Okay. Armer Lenten. Wir müssen das verschollene Lamm finden und es zur Herde zurückbringen. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass es jetzt nicht mehr so eine schwarze Überblende ist, sondern die Kamera eigentlich nur noch so zurückfährt? Wenn es so, seht ihr, weil es ist normalerweise so eine schwarze Überblende. Wo hast du so leer zuletzt gesehen? Nach dem Schrecken sind die meisten Schafe in Richtung des Waldes mit Osten gelaufen. Im Osten gelaufen. Dort finden sie auch beim Sturmschutz. Vermutlich fühlen sie sich dort sicher. Ich denke, dort solltest du zuerst nach ihr schauen. Dann werden wir dort mit unserer Suche beginnen. Zulea hat ein niedliches Blöcken. Ihr werdet wissen, dass sie es ist, wenn ihr sie hört. Schnell, Sirio, Autumn, folgt mir. Okay. Where did she go? Oh, ist es süß, wenn das kleine Blöcken hört. Zugehört. Das ist halt schlecht. Bei uns stinkt es aktuell so noch Gülle. Ich weiß, voll aus dem Kontext gerissen, aber trotzdem.
ist sie? Die arme kleine Solea. Sie hat sich im Busch verheddert. Oh, ich muss absitzen, okay. Mann, Leute, das ist so unfair. Warum können die einzig leisten? Können wir auch eins haben? Armes kleines Ding. Versuchen wir gemeinsam, sie zu befreien. Und jetzt Achtung, auf mein Zeichen. Schlotter die Knie schon vor Angst. Und jetzt Achtung, auf mein Zeichen. So, und noch ein letztes Mal. Los! Geschafft. Oh, das arme kleine Ding. Komm her, kleine Solea. Wir bringen dich zurück zu deiner Herde. Gute Arbeit, Ortum. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir sie nicht rechtzeitig gefunden hätten. Ah, ich muss aufsteigen, okay? Hallo? Bringen wir dieses süße Mädchen zurück zu Lenden. Es wird so erleichtert sein, dass seine Solea in Sicherheit ist. Aber Solea ist auch ein sehr schöner Name. Dann bringen wir sie zurück. Oh, ich kleine Pummelschäfchen, ist das süß. Wie sie den Öhrchen wippt. Es reitet tatsächlich wahrscheinlich... Oh nein, es geht um den Baumstamm rum. Ich bin gerade etwas überrascht. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass es einfach gerade durchrennt. Komm, Solea. Kleines, süße, putzige, dicke Schäfchen. Ich kann natürlich hier nicht drauf reiten. So leer. Lenten wartet schon, der kriegt schon einen halben Herzinfarkt. So. Los, kleine Schäfchen, lauf! Du kannst es! Spring, spring, spring. Die Link kommt da mit ihrem Gaul da hinten irgendwo angeritten. So. Ein ganz normaler Tag für meinen besten Freund Sirio. Solea! Bäh! Mein kleines Mädchen, es tut mir so leid, dass ich nicht bemerkt habe, dass du weg bist. Aber ich weiß, wie ich es wieder gut machen kann. Wie wäre es, wenn wir heute Abend deinen eigenen Eimer Mineralfutter bekommst. Vielen Dank, Luciana und Sirio. Und dir auch, Ortum. Eigentlich hat Sirio die ganze Arbeit gemacht. Ohne ihn hätte ich mich verirrt. Er ist ein bemerkenswertes Pferd, der Sirio. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt, was er ist? Ein Lusitania? Keine Ahnung. Ein Lusitano, lol. Portugiesischer Stolz und Freude. Du wirst keinen besseren Freund finden, Lenden, wenn du dich entschließt, die Schafe vom Pferderücken auszuhüten. Sich da einschleimte. Ich habe nicht vergessen, weshalb du eigentlich zu mir gekommen bist, Ortum. Der Film. Zwischen unserer Arbeit und dem Training haben wir nicht viel Zeit übrig. Aber dieser Film, Cantarella, oder? Das ist in Cherwick populär. Wenn Sirio durch die Hauptrolle in diesem Film den Bekanntheitsgrad der Lusitanos steigern kann, wie kann ich es dann ablehnen? Solange wir unseren vollen Terminkalender berücksichtigen. Die Bedürfnisse der Farmer stehen an erster Stelle. Genug von der Arbeit. Was hältst du von einem Rennen, Ortum? Die letzte in der Arena kauft die was? Das kennst du gar nicht? Oh, Ortum, du musst es probieren. Aber zuerst das Rennen. Blöd, dass ich meine ganzen Pferde schon ausgelevelt habe. Ratada. Los, lauf! Zeig's ihr. Fjordi, wollte ich sagen. Silver. Soul. Whatever.
Zeigen wir ihr, dass MJ genauso gut sein kann. Auch wenn sie etwas pummelig ist. Aber ein Remake der Fjord oder Tinker, das wäre auch voll cool. Na gut, es kommen dann ja erstmal wieder neue Farben. Und dann kommt vielleicht ein Remake. Los! Hui. Jump! So, und hier hinauf! Wir haben sie, glaube ich, gerade voll aufgehängt, aber gut. Die Quest ist ja eigentlich auch erst schon. Die Quest ist ja schon ab Level 6 gedacht, also von daher. Gott, da werden wir mit einem anderen Account werden wir die Hufe wund laufen, hey. Es wird ja 100.000 Jahre dauern, bis wir da irgendwo sind. Genau, in der steilen Höhe voll zum Sprung ansetzen. Das ist genau das Richtige. Weil das Pferd ja nicht auf die Fresse packt dabei. Hui. So. Silver Soul ist gut gelaufen. Ihr habt eine starke Bindung wie ich und Sirio. Irgendwann müssen wir nochmal ein Rennen austragen. Die Castingleiterin wartet schon. Sehr gut. Vielen Dank für deine Freundschaft. Für deine Freundschaft, Ortum. Und dafür, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, der Welt den Lusitanus vorzustellen. Drück uns die Daumen. Warte, ich kann das nicht tun. Nicht ohne zuerst nach Sirios Meinung zu fragen. Sirio, willst du mit dem Casting weitermachen? Wenn du berühmt wirst, könnte das dein Leben verändern. Ich habe die Stars im Fernsehen gesehen. Sie könnten nicht durch Straßen von Fervic City laufen, ohne nach Autogrammen gefragt zu werden. Ist es das, was du willst? Es ist süß. Und du bist nicht nervös? Ich weiß, wie sehr du Kameras hast. Ich schüttel den Kopf. Mein Lieb. Dann lass es uns reingehen und Portugal stolz machen. Look at that dance. Look at that dance. Oha. Okay, und? Wow, wie er sich da durchkämpft. Wahnsinn. Look at that beautiful horse. Ja, und das Zaumzeug ist das Bug zwischendurch noch weg. Okay. Wow. Was für eine Vorstellung. Die Kamera ist zu mir gezoomt. Sieht man plötzlich, wie der Reiter vom Pferd folgt, weil die Kamera so bam, so voll den Reiter abräumt. Denkt damals mit der Quest eh noch Glück gehabt, weil jetzt werden die ganzen Leute auf den Server kommen jetzt. Na gut. Du hast mich nicht enttäuscht, Assistentin Nummer 3. Das werde ich nicht vergessen. Ich hoffe, du hilfst beim Film, wenn wir in die Produktion gehen. Nimm diese Crewjacken, um es offiziell zu machen. Wir haben also unseren Tintoretto. Jetzt müssen wir eine Schauspielerin finden, die Cantarella spielen kann. Sie muss Anmut, Sportlichkeit, Charme und natürlich auch Star-Appeal haben. Aber wer in Sherwick bringt das schon, außer... Ich, die große Thalia. Natürlich muss ich Cantarella spielen. Ich muss sofort zum Purple Pony und mir einen dieser reizenden Hüte besorgen. Naja, ob sie das zulassen wird.
True Shirt. Lol. War das schon die Quest? Koras Anliegen. Ains Platz. Tatsächlich. Na gut. Dann mache ich hier kurz eine Cut und dann sehen wir uns dann gleich bei Alex wieder, denn wir werden jetzt noch bei der Hauptquest weitermachen.